Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einem weiteren Bowling-Video. Ich befinde mich mal wieder im Red Bull Bünde. Man hört schon an der Lautstärke. Und ich teste heute meinen neuen Ball, den Highroad Gold Pearl. Moment. Schlecht vorbereitet. Das ist er. Golden, shiny, von Storm natürlich. Und dieser Ball ist genau so, wie ich es mir gedacht habe. Täuschend stark würde glaube ich der richtige Ausdruck sein. Denn das ist ein shiny Ball, aber der läuft trotzdem schön früh an und macht dann eine, also wenn ich ihn langsam spiele, ne? Und macht dann eine schöne, starke, aber gut kontrollierbare Bewegung. Ja, ich spiele jetzt keine ganzen Spiele, ihr werdet nur Anwürfe sehen, das muss reichen. Und ja. Und wenn ich das nächste Mal mit Leon zusammen bowlen gehe, was Sonntag der Fall ist, dann seht ihr den Ball ja auch nochmal und dann auch im Vergleich mit anderen Bällen. Aber heute werdet ihr jetzt erstmal nur den Gold Pearl sehen. Könnte mein bestriechender Ball sein. Der riecht nach Kirsche und Marzipan so gemischt. Und ja, er macht genau das, was ich von ihm wollte. Los geht's. So, ich habe jetzt, ich weiß nicht wie viele Würfe gemacht, einige. Ich habe ja auch schon vor dem Aufnehmen immer mal wieder geworfen, während der Ball von meiner Frau fertig gemacht wurde, den High Road. Ja, ihr habt das ja gesehen, der ist für einen polierten Ball super smooth und rollt relativ früh an. Er ist jetzt kein Hookmonster, ne, klar. Es ist ja auch nur Mittelklasse Ball, ne? Aber dafür habe ich ihn ja auch nicht gekauft. Da habe ich ja schon mein Abyss für das Ölmonster, ja. Dieser hier, den kann man dann nehmen, wenn zum Beispiel mein Phase 3 zu spät anfängt es zu machen und zu weit rutscht. Wenn mir dann irgendwelche hässlichen Splits stehen lässt, dann nehme ich den und der rollt dann früher an, geht butterweich durch die Pins durch. Manchmal kommt auch nur Light rein, aber dann schiebt er die Pins trotzdem alle in die linke Richtung, weswegen die dann trotzdem häufig fahren. Habt ihr auch gesehen beim paar Würfen. Ne, aber ich bin super überzeugt von dem Ball jetzt schon, obwohl ich ihn einmal erst gespielt habe. Habe ich mir was Schönes gekauft. Ja, meine Frau muss das Andrehen noch ein bisschen üben, deswegen ist sie natürlich weiterhin nicht zu sehen auf diesen Videos. Und ja, kommenden Sonntag, mein Mund ist ganz pappig, kommenden Sonntag bin ich mit Leon wieder auf der Bowlingbahn, auch dieser hier. Mit ein bisschen Glück kriegt er dann auch seinen Ball gebohrt, einen Highroad Pearl, und dann kann ich nämlich direkt die Bälle miteinander vergleichen, weil ich habe ja den Highroad Gold Pearl und er hatte den normalen Pearl. Hoffe ich da Unterschiede sehe. Und ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr reinschaut. Und ja. Erstmal freue ich mich, dass ich wieder bowlen kann. Eigentlich hätte es ja schon früher ein Bowling-Video gegeben, weil ich Sonntag schon mal hier war. Da war ich aber so grottenschlecht,
weswegen ich kein Video gemacht habe, weil ich am Anfang Rutschprobleme hatte, habe ich ständig auf die Fresse gepackt. Hätte ich den nicht sehen wollen, echt nicht. Ich musste mir dann erstmal eine neue Sohle kaufen. Ah ne, das ist noch die alte, die jetzt drauf ist. Weil es heute nämlich glatt ist. Ich habe mir dann auf jeden Fall eine neue Sohle gekauft, mit der ich jetzt auch richtig gut rutschen kann. Eine S12-Sohle, die rutschigste, die es gibt. Ja, gut, das soll es für mich gewesen sein. Danke fürs Reinschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, euer Tempelmaster.